Willkommen zum siebten Teil meiner Halbmarathon-Vorbereitungsvideos. Diesmal ein bisschen anders, denn wer zuletzt aufgepasst hat, der weiß, ich hatte Schmerzen im Fuß oder im Bein. Und deswegen bin ich am Ende nicht mehr gelaufen, weil es ging einfach nicht mehr. Wie das Ganze ausgeht, wird dieses Video zeigen. Ich weiß es schon, da ich ja aus der Zukunft komme, aber ich will es spannend machen. Hier also mal ein kleiner Rückblick mit der großen Frage: Werde ich am 26. Mai laufen können? Ja oder nein? Also, heute ist Montag. Während ich auf meine Tochter warte, die gerade Schlagzeugunterricht macht, dachte ich mir, ich quatsch mal kurz ein bisschen was und hole euch da draußen mal so ab über den Stand der Dinge. Ich habe heute nichts gemacht. Also ich habe am Bein geschont während der Arbeitszeit. Da habe ich natürlich was gemacht, weil ich bekomme dafür Geld. Und falls es jemand von meiner Arbeit sieht, ich arbeite natürlich immer fleißig, aber meinen Fuß habe ich geschont. Ich wollte mir dennoch mal eine professionelle Meinung holen von einem Orthopäden, Arzt, Menschen, Typen und bin hin. Wollte rankommen, kam nicht ran. Ich habe einen Termin bekommen für nächste Woche Donnerstag. Nicht so geil, deswegen dachte ich mir, ich mache mir selber ordentlich heil. Habe mir Salbe gekauft, die hoffentlich gut ist. Die ist nämlich auch entzündungshemmend und das könnte ja eine Entzündung sein. Durch Überbelastung. Schmerzstillend, kühlend, zieht schnell ein. Ich hoffe nicht bei mir in der Wohnung, da habe ich keinen Platz. Bin gespannt, mache ich jetzt 3-4 Mal. Ich schone mein Bein weiterhin und ich weiß halt nicht, was den Rest der Woche passiert, weil muss ja gucken. Entweder wird es gut, dann laufe ich. Wenn nicht, nicht. So oder so werde ich nach wie vor berichten und irgendwie dummes Zeug in die Kamera quatschen. Vielen Dank, bis später. Am Dienstag ging es mir dann noch besser, dank der Salbe. Das heißt, ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Das bin ich übrigens vorm Spiegel. Wir haben da unter anderem Klimmzüge gemacht, so Sachen von Rücken eben. Und auch so Spielkram wie dieses Hangeln. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Kletteraffe, Baumelaffe, irgendwas, keine Ahnung. Ich habe das in der Schule gehasst wie Sau. Aber jetzt geht es eigentlich, macht ziemlich viel Spaß. Und ich bin auf jeden Fall bereit für eine Runde Takeshis Castle, wenn das auch jemand kennt. Gott, bin ich alt. Wer das kennt, bitte mal kommentieren. Am Mittwoch wäre dann ja eigentlich eine Stunde Lauf dran gewesen. Den habe ich nicht gemacht, weil ich fühlte mich noch nicht so bereit. Deswegen war ich am Donnerstag auch wieder im Fitnessstudio, diesmal allerdings auf dem Fahrrad. Gefühlt hatte ich zu dem Zeitpunkt auch 2 Wochen keinen Sport gemacht, was ja Quatsch ist. Aber es kam mir so vor, also zumindest was den Ausdauersport angeht. Na, am Ende waren es dann ungefähr knapp eine Stunde Fahrradfahren, ungefähr 30 Kilometer. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte keine Schmerzen. Von daher sieht es also bisher schon mal ganz gut aus. Die nächsten Tage habe ich dann gar nichts gemacht, also wirklich gar nichts. Deswegen habe ich ein wahnsinnig großes, kleines, schlechtes Gewissen und deswegen gehe ich heute laufen. Bin mal gespannt, was das wird. Ich habe am Anfang des Videos übrigens irgendwie Scheiß erzählt, weil ich meinte ja, ich wüsste, wie es ausgeht. Das stimmt nicht. Ich weiß jetzt nach diesem Segment jetzt, wie es ausgeht, weil das hier ist der aktuellste Teil vom Video. Die Idee dahinter ist, wenn ich beim Laufen Schmerzen habe, breche ich ab und fahre morgen Fahrrad und hoffe, dass es bis Sonntag besser wird. Wenn ich keine Schmerzen habe, laufe ich natürlich weiter und fahre trotzdem morgen Fahrrad, um ein bisschen Ausdauer zu bekommen oder wie auch immer. Ich hoffe, es wird, ich habe also noch keine Ahnung. Ich weiß quasi hiernach, wie es ausgeht. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich habe mir extra so einen neuen Oberteil gekauft zum Laufen für nächste Woche. Neue Hose auch, die man jetzt nicht sieht und ich will das auch nicht zeigen. Ich würde sagen, ich gehe mal erstmal los, laufen. Ich laufe mal los. War ein Scherz, mir ist gut. Ja, das war mal eine kleine Runde, 5 Kilometer gerade mal. Einfach zum warm werden. Ich bin auch warm geworden, Moment. Mikro muss ja auch sitzen. Also wie gesagt, kurze Runde, 5 Kilometer, einfach mal die Runden, die ich immer laufe, für gewöhnlich und es tut nicht weh. Hurra, ich werde trotzdem den Fuß ein bisschen weiterhin schonen. Kühlen, eincremen, was man so macht, massieren und noch ein bisschen dehnen. Und dann würde ich sagen, dann bin ich bereit für den Halbmarathon. Ja, das war's auch schon fast. Achso, hier mal kurz die Zeiten. Nicht aufregend, aber wir sind halt da. Gerade mal wieder eine Fliege verschluckt. Boah. Ich muss auch was gestehen. Und zwar habe ich ein bisschen geschummelt. Ist geschummelt. Heute ist theoretisch, wenn man die Wochen so betrachtet, schon die 8. Woche, weil heute ist Montag, Pfingstmontag. Ich wollte einfach irgendwie entweder Montag, Dienstag oder irgendwie den Tag laufen und nicht am Sonntag. Da das aber theoretisch die letzte Trainingswoche ist, zählt das mal als Teil 7, wie ihr vorhin schon mal angekündigt. Von daher ist es auch gar nicht so groß bescheißen, sondern auch nur real. So, ich nochmal. 2 Dinge habe ich vergessen. Und zwar erstens wollte ich mich noch vernünftig verabschieden. Das mache ich gleich noch.
Zweitens, heute ist Mittwoch, das heißt, in 5 Tagen ist der Halbmarathon, den ich ja nur offensichtlich laufen kann, weil ich bisher keine Schmerzen habe. Toi, toi, toi. Ich habe aber von der Weile schon mal darum gebettelt, im Prinzip, dass ich unbedingt einen Marathon laufen möchte. Dafür gibt es ein Video und ich laufe ja diesen Marathon erst, wenn das Video eine gewisse Anzahl an Aufrufen bekommt, nämlich 42.195 waren das, glaube ich. Momentan sind das so knapp 600, das heißt, ich brauche noch ein bisschen Motivation, um den Marathon zu laufen. Das heißt, helft mir da mal so ein bisschen aus. Heute Abend kommt jetzt auch das Video raus, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich hoffe, man sieht sich in Rostock am 26. Mai zwischen 10 und 12 Uhr oder um 12 an der Ziellinie. Entweder gehe ich oder ich krieche rein oder ich werde getragen. Auf jeden Fall sieht man sich dann da irgendwo hoffentlich. Würde mich freuen, wenn ich da so ein paar Videoaufnahmen von irgendwem bekommen könnte oder Fotos von mir aus. Ich nehme alles. Ist ja was Besonderes. Ja, von daher, danke an alle, die jetzt mal diese spezielle Reihe durchgehalten haben an Videos, in denen ich mich vorbereite, war ja mal ein bisschen was anderes als sonst. Spezielle Grüße gehen raus an Yoshi. Und ja, das von mir. Vielen Dank. Ich gehe jetzt zum Friseur, damit ich am Sonntag auch gut aussehe, wenn ich dann meinen Einlauf mache, also Zieleinlauf. Also, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Peace.